Ah, gehst du da gut rein? Natürlich. Ja. Danke. Oh mein Gott. Ich kann nie wieder kochen. Warte erst mal ab, was die Ärzte sagen. Aber guck dir das doch mal an. Wir gehen jetzt erst mal rein und wir warten ab, was die Ärzte mit meinen. Und alles wird gut. Diese, was soll der Scheiß? Warum soll ich hier extra hier hinkommen? Was soll? Wow. Was ist denn mit dir passiert? Ja, krass, ja, aber es ist mir gerade egal. Ich muss hier durch die halbe Stadt fahren, nur um dir deinen Schlüssel zu bringen. Ich arbeite nicht mehr für dich. Was soll das denn? Ich hab da echt keinen Bock drauf. Kannst du mich besseres in Ruhe lassen? In Ruhe lassen? Weißt du, was das für ein Weg ist, bis hier hinzufahren? Ich habe vor 2 Wochen die Ausbildung bei Lisa angefangen und sie ist einfach toll. Ich mag sie richtig gerne, aber ich glaube, mit dem David hatte sie echt dolle Probleme, wie er uns vorhin vor der Notaufnahme angegangen ist. Furchtbar. Was ist denn mit Ihnen passiert? Sie hat irgendwie hiervon getrunken und hat auf einmal aus dem Mund geblutet. Kommen Sie mal einmal mit. Kommen Sie mal mit. Köchin Lise hat vor 5 Jahren ihr eigenes Restaurant eröffnet. Nach dem blutigen Zwischenfall heute in der Küche hat ihre neue Auszubildende sofort reagiert. Ob wirklich ein Unfall dahinter steckt, wird die diensthabende Ärztin Dr. Saskia Smolka bald herausfinden. Hallo, Smolka, mein Name. Soll ich Ihnen mal abgeben? Ja, sehr gerne. Oh, ja. Blut im Mund, ne? Ja, okay. Also Sie haben aus dem Smoothie getrunken und jetzt bluten Sie aus dem Mund. Okay. Waren Sie denn dabei? Nicht direkt. Ich habe den Smoothie gemacht. Ja. Ich bin die Auszubildende und kam halt dazu. Okay. Und da hat sie halt bereits aus dem Mund geblutet. Okay. Alles klar, das heißt, Sie haben es nicht genommen. Auch ein Schnitt an der Lippe. Ja. Gut. Guck mal, ich habe auch noch hier zur Not. Ja, wir schauen erst mal. Okay. Mhm. Haben Sie was davon runtergeschluckt denn auch? Haben Sie das Gefühl? Ein bisschen. Ein bisschen? Mhm. Gucken wir gleich mal genauer nach. Müssen wir auf jeden Fall nachher noch eine Gastro hinterher schieben. Ein bisschen gerötet im Rachenraum, aber das sieht nicht auch aus, dass da irgendwelche Schnitte im Rachenraum sind, sondern eher hier nur im Zungenbereich und im Lippenbereich. Kannst du mir eine Pinzette und eine Nierenschale geben, dass ich da mal gucke, dass wir das rausholen? Genau. Das war ja irgendwie schon komisch, ne? Wenn sie sagt, sie hat nur den Smoothie getrunken und dann hat es angefangen, soll ich vielleicht mal gucken, ob was guck im Smoothie mal, ist? Smoothie irgendwie, ob der kaputt gegangen ist, der Smoothie Maker. Ja, oder was ist da irgendwas Scharfes dran? Ich guck mal, vielleicht ist ja auch der Maker an sich kaputt. Ich schaue jetzt mal, ob ich da ein bisschen was rausgeholt kriege, ne? Ja, zunächst müssen wir natürlich feststellen, ob sie gegebenenfalls auch Scherben wirklich runtergeschluckt hat, was natürlich viel gefährlicher wäre, als wenn die Scherben tatsächlich nur im Mundraum zu finden sind. Den Anschein hatte ich im ersten Moment nicht. Dementsprechend haben wir den Mundraum inspiziert, haben dann einzelne Scherben hervorgeholt und anschließend alles nochmal desinfiziert, ausgespült, um zu schauen, ob da irgendwo noch Reste stecken. Ich glaube nicht, dass sie wirklich was verschluckt haben, ne? Sonst wäre das alles ein bisschen fulminanter. Aber sicherheitshalber sollten wir das auf jeden Fall mal abklären. Guck mal, also ich habe jetzt nicht alles rausgenommen. Ja. Der Behälter war okay, aber du siehst ja, was hier für Scherben drin sind. Ne? Also aber die muss ich nicht aus dem Behälter selber. Nein, das war jetzt in der Flüssigkeit. Der Behälter ist unversehrt. Der ist das heißt, die müssen irgendwie in diesen Smoothie-Maker reingekommen sein. Scherben hier sind, ne? Okay, ja. Wird sie ordentlich draufgebissen haben. Das ist übel, ja. Ich wollte Lise beeindrucken. Ich wollte ihr einen neuen Smoothie präsentieren. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass so ein Chaos dadurch entsteht. Furchtbar. Und dann spucken sie es einmal hier in die Schale. Dann gucken wir mal, ob da noch was mit rauskommt. Danach untersuche ich das nochmal, ne? Einmal bitte hier rein. Kann ich das schon nehmen? Lass es mir gerade noch da, genau, dass ich gleich noch mal schauen kann, wenn sie gespuckt hat. Da kommt jetzt aber im Moment nicht noch. Gastro anmelden? Ja, meld die auf jeden Fall schon mal an. Ne? Das wird zwar noch ein bisschen dauern hier, aber. Mal gucken, ob es noch nachblutet. Ne? Notaufnahme Mila, hallo. Ich würde gerne Gastro anmelden. Ich schaue noch einfach einmal rein, ob vielleicht doch noch was da ist, was wir jetzt gerade übersehen haben. Ja. Ja, da haben sie jetzt halt so ganz kleine Mini-Risse, ne? Aber nee, da hinten ist auch nichts mehr. Nee. Spüren Sie mit der Zunge noch irgendwo was? Haben Sie das Gefühl, da ist noch irgendwo was?
Nee, gut. Die Frage ist halt immer noch, wie kommen jetzt diese Scherben da rein? Also Sie sagten, Sie waren nicht im Raum. Was, wer hat den Smoothie gemacht? Sie haben den? Den haben Sie gemacht, okay. Genau, ich wollte Sie beeindrucken. Und ich glaube, also ich bin halt aus dem Raum rausgegangen und ich glaube, Sie wollte ihn halt abschmecken. Und dann kam ich in den Raum und dann blutete sie bereits aus dem Mund. Gut, und aber das Gefäß war nicht kaputt. Sie wollen was sagen? Haben wir was zum Aufschreiben mal? Ja. Anna holt eben mal. Ja. Der Küchenchefin fällt vor lauter Schmerzen das Sprechen schwer. Doch offensichtlich möchte sie etwas mitteilen. Und zwar nicht nur Dankbarkeit gegenüber ihrer Auszubildenden, sondern auch einen Verdacht, wer ihr die Scherben ins Getränk getan haben könnte. Vielleicht David. Wer ist denn David? Wer ist David? Ach, David ist mein Vorgänger. Okay. Mit dem hatte sie vorhin die Auseinandersetzung vor der Klinik. Vom Handy. Wo so Geschrei draußen war, ja? Ja, genau, richtig. Okay, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Nee, du warst dabei, oder was? Ja, war ordentlich was los. War ein junger Mann gewesen. Und da ist jetzt was drauf auf dem Handy. Er hat sowas geschrieben wie, was willst du eigentlich? Das nervt langsam. Nicht dein Ernst, du kannst mich mal kreuzweise und pass auf, wenn du über die Straße gehst. Ja, okay. Das ist ja schon eine handfeste Bedrohung, muss man sagen. Ne? Also, wir können jetzt natürlich nur mutmaßen, ob er das jetzt war. Ne? Wir kümmern uns jetzt um die medizinische Seite, aber vielleicht müssen sie da... Ich bin erschrocken. Na los. Das ist doch der Typ, ne? Okay, Sie bleiben hier, ich kläre das, ja? Also... Ja, wir haben uns richtig erschrocken, als plötzlich da jemand von außen an das Fenster hämmerte. Und es geht gar nicht, dass jemand mich bei der Behandlung in der Notaufnahme unterbricht, zumal es kein Angehöriger war und anscheinend nämlich tatsächlich dieser ehemalige Arbeitskollege. Da musste ich einschreiten. Ich habe für Sie gearbeitet, aber ich bin nicht mehr hier angestellt. Ich muss ja nicht hin und her fahren, nur weil Sie... Alles schön und gut, aber ich bin hier die Ärztin der Notaufnahme und ich muss jetzt in erster Linie meine Patienten schützen, ja? Der aufgebrachte Koch ist kaum zu beruhigen. Offenbar sind er und seine Chefin nicht im Guten auseinandergegangen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich der 29-Jährige womöglich an seiner ehemaligen Vorgesetzten rächen wollte. Während des Gesprächs fällt Dr. Saskia Smolka allerdings noch etwas anderes auf. Was jucken Sie sich da die ganze Zeit? Ja, ist da irgendwas? Das juckt halt schon seit ein paar Wochen halt, ne? Ja. Wollen wir einmal ganz kurz, ungeachtet dessen, aber ich habe hier einen Behandlungsauftrag, also kommen Sie gerade mit. Wir gucken uns das gerade mal kurz an, ne? Ja. Können hier einmal gerade Platz nehmen. Der ehemalige Angestellte von der Lise, David, wirkte auf mich so ein bisschen, fahrig. Ich will nicht sagen ungepflegt, aber ich merkte dann plötzlich auch so ein paar, dass er sich kratzte an den Armen und dass da eben so, Pusteln auftauchten an seinen Armen. Aber das sieht eigentlich ziemlich eindeutig aus. Ja, das war... Ja, das sind Flohbisse, ne? Echt? Ja. Haben Sie irgendwie Flöhe zu Hause? Wissen Sie das? Hatten Sie schon mal was? Oder weiß ich nicht. Waren Sie irgendwo im Hotel in der Jugendherberge? Aber ich habe das die letzten Wochen halt schon. Meine Chefin hat halt auch was gesagt, dass das so nicht geht. Aber das geht schon wieder weg. Ja, das geht nicht selber wieder weg, ne? Weil Sie müssen erstmal halt die Flöhe aus der Wohnung letztlich entfernen. Okay. Ja? Und die Wusteln an sich gehen natürlich wieder weg, ne? Aber die kommen natürlich immer wieder, solange sie den Floh bei sich zu Hause haben. Ja. Ne? Ja, die Wusteln, die ich bei dem David entdeckt habe, waren so ein bisschen straßenförmig angeordnet. War ziemlich eindeutig eigentlich, dass es Flohstiche sein mussten, die er sich eben so ein bisschen aufgekratzt hat, weil die natürlich jucken. Nichts Dramatisches, aber natürlich muss man sich darum kümmern, dass der Floh entfernt wird. Ich würde zum Hautarzt gehen, ja? Ja. Der soll Ihnen dafür was verschreiben, ne? Die andere Sache mit Ihrer Chefin, da mische ich mich nicht ein. Ich möchte nur, dass Sie meine Behandlung bitte nicht stören. Von daher geben Sie den Schlüssel da vorne ich ab. Ich habe mit der Situation nichts zu tun. Also, so. Gut. Natürlich ist es insbesondere in der Gastronomie, da sind Hygienevorschriften etc., da darf ich mit so einer Erkrankung, mit Flohbissen nicht arbeiten. Aber natürlich auch im Allgemeinen ist es zwar sehr selten, aber Flöhe können eben auch Infektionskrankheiten übertragen und dann kann das eben auch für uns gefährlich werden. Ihr Ex-Angestellter gibt jetzt die Schlüssel vorne an der Rezeption ab, ja? Da haben Sie jetzt erstmal nichts mit zu tun und wie gesagt, das andere, ob er das jetzt für zuständig ist oder wie auch immer, das ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe, das zu klären. Dass, wenn Sie das den Eindruck haben, was ja nach den SMS so sein kann, schalten Sie die Polizei ein. Ne? Gut. Oh. Ach, alles gut. Zeit. Okay, also ich glaube, wir machen die Gastro jetzt sofort, ungeachtet ist ja dessen. Ja. Legen Sie sich bitte hin. Die Beine mal nach oben. Ihr fahrt mit ihr, die Kollegen wissen ja Bescheid. Ne?
Okay, Sie fahren jetzt sofort weiter, ja? Okay, und Sie bleiben noch mal ganz kurz bei mir, ne? In dem Chaos, als dann plötzlich die Patientin anfing, da Blut zu erbrechen oder zu spucken vielmehr, und wir sie ganz schnell zur Gastroskopie schicken mussten, ist mir plötzlich aufgefallen, dass bei der Romy was an der Hand war. Was haben Sie da für eine Wunde? Die hatten wir jetzt noch gar nicht irgendwie groß beachtet. Beim Kartoffelschälen geschnitten. Beim Kartoffelschälen? Ja. Okay. Zeigen Sie mal her. Aha. Sind Sie sicher, dass beim Kartoffelschälen war? Sieht irgendwie eher nach so einer Scherbenverletzung aus. Ich weiß nicht. Hm? Das, kann ich erklären. Dann legen Sie mal los. Mir ist eine Glaskaraffe heruntergefallen, als ich den Smoothie gemacht habe. Und ich habe ehrlich nicht mitbekommen, dass da Scherben reingefallen sind. Ich habe alle Scherben aufgesammelt, dabei habe ich mich geschnitten. Und ich wollte das alles nicht. Ich wollte nicht, dass Lise hier ins Krankenhaus kommt. Alles gut, ich glaube Ihnen das, dass Sie das nicht wollten. Hören Sie zu, ich kümmere mich jetzt gerade noch um Ihre Wunde. Sind Sie wieder gesund? Oh mein Gott, ey, wenn Ihre Karriere machen Sie oder ich meinen Job verliere. Nein, um Gottes Willen. Haben Sie Tetanusschutz? Das wäre das Einzige, was jetzt wichtig wäre, haben Sie, ne? Genau, die meisten in der Küche arbeiten haben das. Letztlich ist es für uns natürlich vollkommen irrelevant, wie jetzt diese Scherben im Mixer gelandet sind. Für uns steht die Patientin im Vordergrund und dass sie bald wieder fit ist. Das andere ist was Zwischenmenschliches, was die beiden untereinander klären müssen. Ich mache Ihnen jetzt noch einen antiseptischen Verband und dann haben wir das schon mal erledigt, ne? Die 18-Jährige plagt das schlechte Gewissen, denn noch kann niemand sagen, wie schwer ihre Chefin durch die verschluckten Scherben verletzt ist. Innere Blutungen können sogar tödlich enden. Als Lise von der Magenspiegelung zurück ist, zeigt sie weitere beängstigende Symptome. Hallo, wie geht's dir? Oh. Ich mache mir irgendwie totale Sorgen. Wieso? Ich kann plötzlich nichts mehr schmecken. Was soll ich denn machen, wenn ich nichts mehr schmecken kann? Ich bin Köchin, das kommt auf Nuancen an. Ich muss doch schmecken können. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich... Was sagt die Ärztin? Hallo zusammen. Hallo. Hallo, Sie sind wieder zurück aus der Gastroskopie. Ja, also ich habe gute Nachrichten. Wir haben nichts gefunden in der Speiseröhre, im Magen, alles Blande. Ja. Wir haben auch Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ich schmecke nichts. Ich bin Köchin, da hängt meine Existenz dran. Ich muss doch schmecken können. Da bringt's mir nichts, wenn meine Mitarbeiter ich muss mich doch auf mich selber verlassen können. Ja. Ich schmeck nichts. Ganz ruhig. Als der Patientin dann mitteilen wollte, dass ihre Gastroskopie vollkommen unauffällig war, kam sie direkt mit einer anderen Sorge um die Ecke. Denn sie hatte Angst, weil sie plötzlich nichts mehr schmecken konnte. Und irgendwo ist es ja nachvollziehbar. Sie ist Köchin und es geht um ihre Existenz, wenn sie plötzlich ihren Geschmackssinn verliert. Das ist relativ normal, weil sie haben ein Anästhetikum bekommen, das den Mund-Rachenraum betäubt, ne? Damit sie diesen Schlauch schlucken konnten. Ja? Okay. Das heißt, sie haben eine Betäubung im Mundraum. Und das kann auch zu Geschmacksausfällen führen. Ja? Und das geht aber wieder weg. Genau, das muss jetzt erstmal nur abklingen. Das ist ganz sicher, dass das wieder weggeht. Schon bei der Inspektion vorab und auch in der Gastroskopie stellte sich heraus, dass wirklich keine inneren Verletzungen vorliegen, dass auch die Schnitte im Mund nicht so groß sind, dass da irgendwelche Nerven verletzt sein könnten. Und von daher war ich mir sicher, dass da nichts Dramatisches vorliegt. Vielmehr schien es hier so zu sein, dass das Betäubungsmittel, was sie bekommen hatte, um den Schlauch für die Gastroskopie zu schlucken, diese Geschmacksstörung hervorgerufen hat. Okay. Was ist mit deiner Hand, Omi? Was ist los? Erzähl, was ist los? Ich muss dir was sagen. Ich habe deine Karaffe kaputt gemacht. Und welche Karaffe? Die teure, die neue. Ach. Und sie ist mir runtergefallen und dabei habe ich mich verletzt. Ich habe mich geschnitten und dabei... Sehr schlimm? Nein, aber dabei sind scheinbar, ohne dass ich es gemerkt habe, Scherben in den Mixer geraten. Ich habe das wirklich nicht gewollt. Das glaube ich dir doch. Dieses tut mir so leid. Du brauchst doch keine Angst haben, Fehler zu machen. Die machten wir doch alle, oder? Ich bin so zufrieden mit dem, was du tust und wie du es tust. Hör mal, alles gut. Natürlich hätte ich gleich mit der Sprache rausrücken sollen, aber sie hat mir gleich vergeben und Hauptsache, es geht dir bald wieder gut. Und zum Glück ist ja jetzt auch letztlich alles doch noch mal glimpflich ausgegangen, ne? Also wir müssen jetzt hier noch kurz warten, bis die Narkose komplett abgeklungen ist. Wir schauen nachher noch mal auch nach diesem Betäubungsgefühl. Aber ich gehe davon aus, dass das gleich abgeklungen sein wird und dann dürfen sie uns verlassen, die Tage noch mal beim Hausarzt einfach kontrollieren lassen. Und dann hat sich das relativ schnell geregelt, ja? Alles klar, ne? Alles Gute Ihnen.
Kurz darauf konnte die Restaurantbesitzerin entlassen werden. Ihre Wunden im Mundraum sind nach einigen Tagen verheilt und auch ihr Geschmackssinn ist vollständig zurückgekehrt. Mit dem ehemaligen Angestellten David hat die 37-Jährige sich ausgesprochen, ist jedoch froh, nun die talentierte Romy als Auszubildende zu haben.